In diesem Video geht es um die Simulation im Zeitbereich und insbesondere um die zeitliche Diskretisierung. Das Ganze möchte ich am Beispiel einer Induktivität erklären. Eine Induktivität L, die von einem Strom einer beliebigen Zeitfunktion des Stromes I von t durchflossen wird und über der dann eine Spannung U von t abfällt. Warum möchte man es überhaupt im Zeitbereich simulieren? Wenn man in einer Schaltung auch mal nichtlineare Bauelemente, Halbleiterbauelemente, Dioden, Transistoren berücksichtigen möchte, dann muss man zwangsweise im Zeitbereich simulieren und kann nicht mehr im Frequenzbereich simulieren. Trotzdem ist es ganz gut, sich am Anfang erstmal die normalen linearen, aber eben reaktiven Bauelemente wie zum Beispiel Induktivität und Kapazität anzuschauen. Und wenn man sich mal die Stromspannungsbeziehung dieser Induktivität anschaut, allgemein im Zeitbereich, dann fällt einem auch die Schwierigkeit dabei auf, denn die Spannung U von t ergibt sich aus L mal der Ableitung des Stromes nach der Zeit. Und das Ganze führt jetzt dann eben für ein gesamtes Netzwerk oder für eine Masche auf eine Differentialgleichung und für ein Netzwerk auf ein Differentialgleichungssystem. Und das ist schwierig zu lösen. Die Variante, die man jetzt wählen kann, um das Ganze ein bisschen einfacher zu machen, ist eben diese zeitliche Diskretisierung. Was verbirgt sich hinter der zeitlichen Diskretisierung? Das kann man am besten an einer kleinen Skizze erklären. Das ist hier die Zeitachse. Und das soll die Spannung in Abhängigkeit von der Zeit sein. Und die Spannung soll hier mal irgendeinen beliebigen Verlauf haben. Ja, und zeitliche Diskretisierung heißt jetzt eben, dass wir nicht mehr unbedingt wissen wollen, wie zu jedem Zeitpunkt kontinuierlich diese Funktion aussieht, sondern wir nur noch uns die Spannung und diesen Zeitverlauf eben zu bestimmten Zeitpunkten anschauen. Zum Beispiel zu diesem Zeitpunkt hier und zum Beispiel zu diesem Zeitpunkt hier. Und der Abstand zwischen diesen beiden Zeitpunkten, das wäre dann ein Zeitschritt. Den nenne ich mal Delta T. Und jetzt würde eben hier nach noch ein Zeitschritt kommen und davor noch ein weiterer Zeitschritt kommen. Wenn man die Sache jetzt mal ein bisschen einfacher machen will, könnte man annehmen, dass diese Zeitschritte, diese Delta Ts erstmal alle gleich groß sind. Also dass äquidistante Zeitschritte gewählt werden. So, dann könnte man die Zeit, also n ist eine natürliche Zahl, diesen Zeitschritt mal eine natürliche Zahl abkürzen als tn, als Zeit zum Zeitpunkt n. Und dann könnte das hier zum Beispiel die Zeit tn sein und dann wäre das hier die Zeit tn plus 1, eben die Zeit zum nächsten Zeitschritt oder nach einem weiteren Zeitschritt. Und dementsprechend wäre diese Spannung hier die Spannung zum Zeitpunkt tn. Die würden wir dann einfach UN nennen und das hier oben, das wäre die Spannung zum Zeitpunkt TN plus 1 und die würden wir dann einfach UN plus 1 nennen. So, also die Zeitverläufe sind eben nicht mehr kontinuierlich, sondern diskret, nur noch zu bestimmten Zeitpunkten bekannt. Und zwischen diesen Zeitpunkten würden wir eben annehmen, dass sich das linear verhält, also den wahren Verlauf, diesen wahren Verlauf hier oben durch eine Gerade annähern. So, und ja, mit dieser zeitlichen diskreten Betrachtung kann man jetzt hier oben weitermachen. Für diese Ableitung lässt sich das nicht so besonders schön machen, deswegen ist es besser, das mal in Richtung des Strom ist hier umzustellen, so dass man daraus später mal ein Integral machen kann. Also das in Richtung des Stroms umstellen. Dann steht hier dI von t ist gleich das dt auf die andere Seite, das L auf die andere Seite. Dann steht hier 1 durch L U von t mal dt. So, und diese Funktion oder diese Gleichung kann man jetzt eben integrieren. Integrieren über einen Zeitschritt, das heißt, wir integrieren hier, das 1 durch L hängt nicht von der Zeit ab, das kann man vor das Integral ziehen und dann wird hier auch integriert und das Ganze jetzt eben über einen Zeitschritt. Also das heißt von tn bis tn plus 1 und hier auch von tn bis tn plus 1.
So, und um dieses Integral hier jetzt eben auszurechnen, gibt es mehrere Möglichkeiten und man muss sich überlegen, was steckt eigentlich hinter diesem Integral? Hinter diesem Integral steckt die Fläche unter der Kurve. Also diese Kurve, diese Funktion u von t, die wurde hier unten gerade gezeichnet und das Integral darüber über einen Zeitschritt, also von hier nach hier, entspricht eben genau der Fläche unter dieser Kurve. So, und diese Fläche soll jetzt eben angenähert werden. Und dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre, wir nehmen nur diese Höhe hier und sagen, die Fläche unter dieser Kurve, na, wenn man diesen Zeitschritt sehr klein machen würde, dann ja, würde diese Höhenänderung hier eben kaum ins Gewicht fallen. Dann würden wir diesen Wert hier nur nehmen und würden diese Fläche durch ein Rechteck approximieren. Das würde ungefähr so aussehen. Dieses blaue Rechteck, das wäre Variante 1. Variante 2, die man wählen könnte, man nimmt einfach diese Höhe hier hinten und nimmt das als Rechteck und sagt, die wahre Fläche unter dieser Kurve, wenn dieser Zeitschritt eben sehr klein ist, lässt sich als dieses Rechteck hier annähern. Ich schraffiere das mal in die andere Richtung. So, und die dritte Variante, die man hat, wäre ein bisschen komplizierter, aber auch exakter. Man nimmt eben die Fläche dieses Trapezes. Ja, ich schraffiere das mal in diese Richtung und sagt, dieses Integral hier entspricht eben genau der Fläche von diesem Trapez dort. So, und diese drei Möglichkeiten, die muss man sich jetzt mal einzeln als Formel aufschreiben. Also die erste Möglichkeit ist die blau schraffierte gewesen. Und ja, auf dieser Seite können wir dieses Integral erstmal einfach ausrechnen. Hier steht eine 1. Wenn man die 1 nach i integriert, steht dort i von t. Und das jetzt in diesen Grenzen zum Zeitpunkt n plus 1 als Obergrenze und zum Zeitpunkt n als Untergrenze eingesetzt. Obergrenze i von n plus 1 und zum Zeitpunkt n plus 1 minus die Untergrenze ist minus in. So, ist gleich. Das 1 durch l kann man auch einfach abschreiben. Und jetzt eben dieses Integral. Und die blaue Variante war, wir nähern dieses Integral, die Fläche unter dieser Kurve an durch dieses blaue Rechteck. Dieses blaue Rechteck hat als Höhe den Wert un, die Amplitude un, und hat als Breite die Breite dieses Zeitschrittes oder die Länge dieses Zeitschrittes. Das ist die blau schraffierte Fläche, das wäre die einfache Lösung dieses Integrals. Durch diese zeitliche Diskretisierung ist jetzt aus diesem Integral einfach die Fläche eines Rechtecks geworden. So, die zweite Möglichkeit ist nicht wesentlich komplizierter. Entspricht eben dieser grün schraffierten Fläche. Und ja, auf der linken Seite dieser Gleichung steht wieder genau das Gleiche. I von n plus 1 minus in ist gleich, das 1 durch l kann man wieder abschreiben. Und die Fläche dieses Rechtecks ergibt sich jetzt eben aus u zum Zeitpunkt tn plus 1, un plus 1 und dann auch wieder mal Delta t. Praktisch die gleiche Formel, bloß dass nicht mehr un, sondern um plus 1 dort steht. So, und dann gibt es noch die dritte und letzte Möglichkeit. Das war die rot schraffierte Fläche, das war dieses Trapez. Und auch hier steht in plus 1 minus in ist gleich 1 durch l. Ja, und jetzt muss man ein bisschen über die Fläche von diesem Trapez vielleicht nachdenken. Die Höhe ist jetzt eben der Mittelwert von der Höhe hier und der Höhe dort. Das wäre dann un plus un plus 1 und das Ganze durch 2, das wäre die mittlere Höhe und dann eben auch mal Delta t. Das wäre die Fläche von diesem Trapez, die jetzt eben dieses Integral hier annähert, die Lösung dieses Integrals annähert. So, diese drei Möglichkeiten haben auch Namen und zwar ist die erste Möglichkeit ein sogenanntes
explizites Euler-Verfahren. Explizit heißt, dass um einen neuen Zeitschritt auszurechnen, nur Informationen vom vorherigen Zeitschritt genutzt werden. Das sieht man mal, wenn man das IN auf die andere Seite holt. Ich streiche das mal hier durch und schreibe das mal hier drüben hin. Dann stellt man fest, um den Strom zum neuen Zeitpunkt auszurechnen, braucht man nur die Spannung vom vorherigen Zeitpunkt und den Strom vom vorherigen Zeitpunkt. No, und eben die Induktivität, die bleibt aber konstant und der Zeitschritt bleibt auch konstant. Das hatten wir so gewählt, um die Sache ein bisschen zu vereinfachen. No, und weil jetzt eben für den neuen Zeitschritt nur Informationen vom vorherigen Zeitschritt genutzt werden, ist das Ganze ein explizites Verfahren und ist eben nach Herrn Euler benannt. Die zweite Variante, wenn man hier das IN mal auf die andere Seite holt, dann stellt man fest, um den Strom zum neuen Zeitschritt auszurechnen, braucht man den Strom vom vorherigen Zeitschritt und man braucht aber auch schon die Spannung vom neuen Zeitschritt oder die Spannung vom aktuellen Zeitschritt. Also um den aktuellen Zeitschritt auszurechnen, braucht man den vorherigen Zeitschritt und auch Informationen vom aktuellen Zeitschritt. Das Ganze ist dann ein implizites Verfahren. Implizites und ist auch nach Herrn Euler benannt, ein implizites Euler-Verfahren. So, und die dritte Variante, auch hier, wenn man das IN mal auf die andere Seite holt, dann sieht man, man braucht die Spannung vom vorherigen Zeitschritt, den Strom vom vorherigen Zeitschritt und auch die Spannung vom aktuellen Zeitschritt, um den Strom vom aktuellen Zeitschritt auszurechnen. Deswegen ist auch das ein implizites Verfahren. Und weil diese Formel hier eben auf der Fläche dieses Trapezes basiert, nennt man das Ganze ein implizites Trapezverfahren. So, letztendlich steht jetzt die Lösung eigentlich schon da. Wir haben diese drei Möglichkeiten und hier steht immer da, wie man den Strom zum neuen Zeitpunkt eben ausrechnen kann aus entsprechend Strom und Spannung aus vorherigen Zeitschritten oder eben auch dem aktuellen Zeitschritt. Die Idee ist, das Ganze jetzt noch ein bisschen umzuschreiben und diese Gleichung einfach so zu interpretieren, als wenn das ein Leitwert wäre, was da drin auftaucht und wenn das eine Stromquelle wäre. Warum Leitwert und Stromquelle? Beides sind eben Bauelemente, die man sehr schön in der Knotenspannungsanalyse oder auch in der modifizierten Knotenspannungsanalyse eben dieser MNA-Methode unterbekommt. So, wenn man sich das mal für die erste Möglichkeit anschaut, dann stellt man fest, explizites Verfahren, Strom zum aktuellen Zeitschritt ergibt sich eben nur aus Informationen aus dem vorherigen Zeitschritt. Wenn man den vorherigen Zeitschritt, wenn man das Netzwerk da schon berechnet hat, dann kennt man diese Informationen. Dann kann man die einfach zusammenfassen und kann sagen, das hier, das alles, das ist der Wert einer Stromquelle und weil das mal eine Stromquelle werden soll, die eben diese Induktivität hier beschreibt, bekommt die den Namen JL. Ne, das J für Stromquelle und das L für diese Induktivität. So, bei der zweiten Möglichkeit ist das etwas diffiziler. Da sieht man, wie schon besprochen, der Strom zum aktuellen Zeitschritt ergibt sich aus der Spannung zum aktuellen Zeitschritt und aus dem Strom vom vorherigen Zeitschritt. Wenn man den vorherigen Zeitschritt schon berechnet hat, kennt man diesen Strom. Das heißt, man kennt diesen Wert, man kann auch das als eine Stromquelle JL dorthin schreiben. Naja, und dann steht hier halt, der Strom ist irgendwas, diese beiden Terme mal eine Spannung. Und Strom ist irgendwas mal Spannung. Dieses irgendwas ist dann eben ein Leitwert. Um das jetzt ein bisschen kompakter zu schreiben, mache ich mal das Delta T hier weg und schreibe das mal hier mit an diesem Bruch dran. Delta T durch L und einmal dazwischen. So, und dann steht hier eben, Strom ist irgendwas mal Spannung plus Strom. Das hinten ist die Stromquelle und das irgendwas ist der Leitwert.
ist hier. Ja. Und der bekommt den Namen G, weil es eben ein Leitwert ist und weil auch dieser Leitwert mal eine Induktivität beschreiben soll, bekommt er noch den Index L dran. Das ist der Leitwert, der dazugehört. So, und bei der dritten Möglichkeit müsste man das hier unten jetzt alles erstmal ein bisschen umsortieren. Also jetzt müssen wir uns mal kurz merken, was hier alles stand. Also wir haben Delta T durch L durch 2 mal UN, dann haben wir das Ganze nochmal mal UN plus 1 und nochmal plus I. Ich mache jetzt mal diesen ganzen Bruch hier weg und schreibe das jetzt mal etwas anders sortiert wieder hin, sodass man das eben wieder besser als solchen Leitwert und als eine Stromquelle interpretieren kann. Also Delta T durch 2 mal L mal U zum Zeitpunkt n plus 1. Dann noch das Ganze plus Delta T durch 2 L mal UN plus das IN. So, und jetzt steht ja auch da, der Strom ist irgendwas mal eine Spannung plus ein Strom. Ne? Das hier hinten hat auch die Dimension eines Stromes. Das sind wieder Informationen, die man eben kennt von dem vorherigen Zeitschritt. Das ist das, was man noch nicht kennt vom aktuellen Zeitschritt. Das heißt, das hier kann alles zusammengefasst werden durch eine Stromquelle, durch diese Stromquelle JL, die schon besprochen wurde. Und das hier ist eben wieder dieser Leitwert GL. So, und jetzt steht hier jeweils da, der Strom ergibt sich aus einer Stromquelle oder der Strom ergibt sich aus einem Leitwert mal der Spannung plus einer Stromquelle. Der Strom ergibt sich aus einem Leitwert mal der Spannung plus einer Stromquelle. Das heißt, für alle drei Fälle kann man jetzt aus dieser Induktivität eben folgendes Ersatzschaltbild bauen, das man dann auch genauso in der Knotenspannungsanalyse oder in der modifizierten Knotenspannungsanalyse unterbringen kann. Ne, der Gesamtstrom, also vorher war das mal der Strom hier als Zeitfunktion, jetzt ist das eben der Strom zu einem diskreten Zeitpunkt in plus 1. So, und der ergibt sich aus einer Stromquelle oder eben aus einem Leitwert mal der Spannung plus einer Stromquelle. No, und hier werden zwei Ströme addiert. Also Leitwert plus Spannungsquelle ist ein Strom und plus die Stromquelle ist eben nochmal ein Strom. Zwei Ströme werden addiert. Wenn zwei Ströme addiert werden, muss es eine Parallelschaltung geben. Eine Parallelschaltung aus diesem Leitwert und aus dieser Stromquelle. So, das ist genau diese Stromquelle. Jetzt kann man hier auf diese Gleichung gucken. Der Strom ergibt sich eben aus plus dieser Stromquelle. Das heißt, die Stromquelle muss in die gleiche Richtung zeigen wie dieser Strom. Das ist das JL. Und ja, dieser Leitwert, das ist dieses GL. Der Leitwert zu dieser Induktivität. Und das ist die Spannung, die dann eben über diesem GL abfällt. Die Spannung UN plus 1. No, und das GL mal UN plus 1 ergibt einen Strom. Und plus den Strom von dieser Stromquelle ergibt eben diesen Gesamtstrom IN plus 1. Ja, und damit kann man jetzt aus dieser Induktivität die allgemein durch diese Differentialgleichung oder diese Ableitung hier beschrieben wird, würde, ne, die man aber nicht haben will, weil das eben mathematisch schwer zu lösen ist, kann man diese Induktivität jetzt innerhalb der Knotenspannungsanalyse oder der modifizierten Knotenspannungsanalyse durch dieses Ersatzschaltbild ersetzen, indem man die Zeit diskretisiert. Man müsste sich dann nochmal überlegen, welche dieser drei Varianten man dann wählt. Man kann schon mal vorwegnehmen, dass taktisch klugerweise diese dritte Variante typischerweise die beste ist. Also die ist vielleicht auch die komplizierteste, aber ja, funktioniert halt auch eigentlich ganz gut.
Ja, und da muss man eben gucken, wie groß ist dieses GL? Na, das steht hier, ne? Das GL ergibt sich aus dem Zeitschritt durch zweimal der Wert dieser Induktivität. Also in diesem Leitwert steckt halt drin, wie groß ist der Zeitschritt, den man gewählt hat und wie groß ist diese Induktivität. Und genauso in dieser Stromquelle steckt eben auch drin, wie groß ist der Zeitschritt, wie groß ist die Induktivität und hier steckt sozusagen die Vergangenheit drin, ne? Also die Spannung zum vorherigen Zeitschritt, der Strom zum vorherigen Zeitschritt. Ja, und mit dieser Variante kann man dann sich die Lösung dieser Differentialgleichung sparen, indem man die Strom und Spannung nur noch zu bestimmten Zeitschritten, zu diskreten Zeitschritten ausrechnet. Für jeden Zeitschritt ist das eben dann sehr einfach, wie man hier sieht. Der Nachteil ist, man muss halt sehr viele von diesen Zeitschritten ausrechnen. Die Zeitschritte müssen sehr klein sein, sonst wird es ja halt eben Fehler geben, wie man an dieser Skizze sehen kann. Das heißt ja, man muss ja sehr viele von diesen sehr kleinen Zeitschritten ausrechnen. Das macht man dann wieder taktisch klugerweise nicht von Hand, sondern mit Hilfe von einem Computer.